Sie wissen, was zu tun. Ja, Ma'am. Viel Erfolg. Late Ende. Ihr habt neue Informationen aus dem Erdenreich? Kano hat geredet. Er hat uns Melinas Aufenthaltsort verraten. Sie hat das Amulett, aber auch eine Menge Verteidiger. Wir schlagen sofort zu. Vielleicht ein Zwei-Seiten-Angriff. Die Armee greift Melina an, lenkt sie ab, während diese hier das Amulett an sich bringt. Nicht alleine. Diese hier kommt mit. List ist essentiell. Habt ihr nicht gehört? Du kannst im Hauptangriff aushelfen. Gamora, wir geben ihrer Anfrage statt. Und ich werde Melina endlich los sein. Diese hier versteht eure Logik, kommt aber nicht zum selben Schluss. Wie andere auch, ist diese hier nicht zufrieden mit Melina als Khanin. Es ist aber unklar, ob euer Putsch gelingen kann. Deshalb habe ich auch den Sataraner eingeladen. Hört zu und folgt uns. Ich weiß Dinge über Melina. Ihre Geschlechterherrschaft wird ein Ende finden. Den Weg freimachen für Portal. Was solltet ihr wissen, was dafür... Wie die Waschweine. Worüber nur, fragt ihr? Wenn ihr nur unserem Rat folgen würdet, da Krieg mit dem Unterreich dort, dränge ich auf Annäherung ans Erdenreich. Und ich sagte, ich würde eher sterben, als die Mörder meines Vaters zu unterstützen. Ihr zieht eine Drohung einer praktischen Lösung vor. Das gefährdet das Reich. Und Aufhetzung nicht? Schweige für immer! Ich hole mir deine Zunge. Du bist nicht Zaukans wahre Erbin. Sie ist ein Konstrukt, geformt in Schenzungsreichgruppen. Ich sage es. Damit ist dein Anspruch auf den Thron nichtig. Du warst es. Ich folgte Shao Kahn auf sein Geheiß nach. Das mag wohl sein, aber die Außenwelt braucht einen neuen Anführer. Dich etwa? Ostegnar! Tötet ihn! Diese hier dient Melina nicht länger. Verteidigt eure Imperatoren! Unser Schöpfer Shao Kahn ist tot. Wir dienen, wem wir wollen. Immer noch Melina? Shao Kahn erobert mein Reich. Ich schulde ihm Loyalität. Ich ehre seinen Willen.
zu Melina. Ich berate Sie. Das Amulett zu spielen war meine Idee. Es tötet Sie mit jedem Einsatz ein wenig mehr. Beide Seiten werden schwächer und du willst das Vakuum. Genau mein Plan. Eine Schande, dass du sein Ende nicht erlebst. Du gehst ohne deine Freundin, Devorah? Dein Volk glaubt, wir ließen eure Insel aus Respekt vor eurer einsiedlerischen Natur. Aber wir mochten euch einfach nicht. Die Kälte bevorzugen Einsamkeit, was ich sehr bald erreichen werde. Nun sterben zwei Edelianer. Ich weiß, ihr seid keine Freunde, aber du tötest sie nicht. Mir geht's gut übrigens. Nun gut. Diese Ehre wird meiner ersten Ministerin zuteil. All die Jahre in der Nähe des Throns der Außenwelt zu halten, war die richtige Entscheidung. Sie hätten eine der ihren nie für eine Dienerin unseres Herrn gehalten. Diese hier lebt, um Shinnok zu dienen. Du hast dich bewegt. Jetzt bring es zu mir. Und verzieht dich, Quanchi. Shinnok wird bald frei sein. Wir reiten zu meiner Festung. Wie klein sie sind. Diese gegrüßt Lord Shinnok. Quan Chi hat seine Diener gut ausgewählt. Es war weise, mich im Erdenreich wieder herzustellen. Hinter ihrer Abwehr.
Er hat sie getäuscht. Sie ist gefangen. Er wollte nicht mehr gebracht werden. Eine Schande, dass er die Vollendung seines Werkes nicht hört. Von dir lasse ich mich nicht überraschen. Schaff ihn weg. Alle an Bord? Die Gezeiten warten. Wir sind bereit. Shao Kahn will, dass den Geiseln kein Handel kommt. Ihre Wunden sind nicht tödlich. Das hoffe ich, Baraka. Danke. Und deinetwegen auch. Räumt ihr ihnen ein Haar, werdet ihr es büßen. Hakura! Papatana sind so leicht zu schlagen. Ohne Beute in die Ödnis zurück. Zur Seite! Solche Kraft. Was bist du, Ray? Die Wahrheit und das Licht. Ich schütze das Erdenreich. Diese hier schert sich nicht ums Erdenreich und betet zu keinem Gott.